willkommen bei Minibag Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft in Cuxhaven an der Nordsee. Heute möchte ich euch ein kleines Update zu meinen Mixgarnelen geben. Wer das alte Video von meinen Mixgarnelenstamm kennt, der sieht das schon wahrscheinlich auf den ersten Blick. Ich kann euch das Video auch mal eben in der Infocard verlinken. Mein Stamm hat sich gut entwickelt. Es sah wirklich ganz, ganz anders aus. Ich hatte sehr viele braune Tiere, sehr viele wildfarbene Tiere dabei. Und jetzt seht ihr schon die bunte Vielfalt. Das liegt einfach daran, dass ich es wirklich so gehandhabt habe, wie alle anderen Züchter und Händler das eigentlich auch machen. Ein Mixgarnelenstamm bedeutet Mixgarnelen. Das heißt, wenn man 10 Tiere davon kauft, bekommt man eine bunte Mischung. Und man kann sich dann nicht aussuchen, ich möchte gerne 10 rote zum Beispiel haben. Das hat auch einen bestimmten Grund. Wenn ich als Kunde 10 rote Garnelen aus dem Mixgarnelenstamm kaufe, dann bedeutet das nicht, dass ich 10 reinerbige rote Garnelen habe und deren Nachfahren dann auch rot sein werden. Sondern es kann durchaus sein, dass diese Tiere halt ja nicht ganz gut durchgefärbte Bloody Marys sind, dass es Red Cherries sind, dass es rote Tiere sind, die aus dem Schokostamm gefallen sind, dass es halt ausselektierte Tiere aus anderen Stämmen sind und natürlich deren Nachfahren. Das hätte natürlich zur Folge, dass ich als Kunde erst einmal zufrieden mit meinen roten Garnelen bin und dann später, wenn sie Nachwuchs bekommen und dieser Nachwuchs wildfarben ist oder vielleicht Schoko oder braun oder getigert oder Rilli, was auch immer, ich dann enttäuscht bin, dass sie nicht mehr diese rote Färbung haben. Und als Händler habe ich natürlich das Problem, dass mir die Vielfalt in dem Becken verloren geht. Ne? Also irgendwann habe ich dann natürlich nur noch die braunen oder wildfarbenen Tiere dann übrig. Dieses Problem habe ich in dem letzten Video über die Mixgarnelen erläutert und offenbar war es wirklich einfach ein Kommunikations- oder Verständnisproblem. Die Kunden haben super nett reagiert, ihr seid echt total klasse und unter dem Video waren ja auch super nette, verständnisvolle Kommentare. Ja, jeder Händler macht es so, dass Mixgarnelen wirklich einen Mix bedeuten und man ein kleines Überraschungspaket bekommt. So haben letzten Endes dann alle Händler und Kunde was von dem Resultat. Jeder hat eine bunte Truppe und Mixgarnelen bedeuten ja auch den Spaß daran, an der Genetik, den Spaß daran zu schauen, was kommt dabei heraus, wenn ich verschiedene Garnelen mische und es kommen ganz individuelle und besondere Tiere dann. Also ich möchte mich auf diesem Wege nochmal herzlich für das Verständnis bedanken. Und ihr seht ja, ich habe jetzt rangezoomt, man kann es nicht so gut erkennen, aber ich glaube, die Farben sieht man schon. Und es ist wirklich eine bunte Truppe und wir haben alle was davon und jeder ist zufrieden. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis bald.